Hallo und herzlich willkommen zum dritten Updates-Video vom Vorstellung des Dartpuck-Server. Und ja, wir befinden uns hier bei Minorca, eine Abwandlung von Mallorca in Minecraft auf unserem Server. Und ja, ich habe jetzt früher gedacht, wieder ein Video machen müssen. Oder mache jetzt gerade ein Video davon. Weil es wird so gut und so schnell gebaut, das ist richtig top. Also wirklich Respekt an alle, die hier auf dem Server sind und das bauen. So, also die Insel wird hier noch größer, da bin ich gerade am Bauen. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Die Insel ist einfach so zur Entspannung da, einfach für Rollenspiel, und ihr könnt die kleine Baracken mieten. Ich werde die Baracken noch schöner bauen, ich habe gerade nicht so die Idee dafür. Aber sie sollten einfach so Baracken, kleine Holzding, wahrscheinlich ein bisschen mehr Holz und weniger Freiraum hintun. Okay. Ja, dort drüben kommt ein Wachturm. Der wird dann mit der Burg, die dort hinten ist, verbunden. Und für alle, die nicht das ganze Video schauen, am Schluss wird es am Geisten. Ich sag's euch. Das wird so genial. So. Dann haben wir hier einen Weg hier nach drüben gebaut. Das ist gut, dass wir das jetzt gerade noch nicht sehen. Aber links davon ist etwas Schönes. Das wird von Mega Coolman gebaut. Danke dafür. Das ist Flo's Resistenzhaus. Flo's da. 95. Unterstrich 95. Der hat einfach so ein Mietshaus gebaut für jemanden, der neu auf den Server kommt oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber der wohnt hier auf dem Berg drüben. Und jetzt sehen wir langsam, es baut sich auf eine Brücke. Die war ja vorher nicht so, ein bisschen eintönig, aber auch, ja, recht schön. Ja, das ist Flo's Haus, natürlich sehr gut sichtbar. Er hat sogar ein bisschen Schnee drauf gemacht. Da gehen wir kurz hin. Habe ich das schon gezeigt? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ich bin Part 2, habe es schon ziemlich gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich rein kann. Vor allem hat er da eine Unterführung gebaut noch. Und diese Seitenunterführung zur Kneipe. Ja, bei mir hat es leider nicht so viel Ding. Ich brauchte dieses dunkle Holz und da habe ich lange gefarmt. Ich werde das noch ein bisschen höher bauen, weil ich ja eine Fischer, da wo man die Angelrouten abwirft und so weiter. So, jetzt kann man leider hier nicht mehr gut drauf. Jetzt muss ich hier nach oben. So, gut. Also, hier hat sich nichts getan. Da ist immer noch die U-Bahn. So, und jetzt der Starpuck, der Server-Admin ist der Oberhaupt. Der ist jetzt weggezogen scheinbar. Jetzt ist Glorelin hier. Und hier drüben hat jemand etwas gebaut. Und das ist der Shakeray. Also hier wohnt der Shakeray mit seinem Efeu. Ja, also dieses dicke Efeu-Zeugs. Ist recht nett gemacht. Wirklich schön. Auch die Half-Steps gefallen mir. Und noch von hinten, ich schau mal kurz schon. Ja, ziemlich gut. Ja. Okay, ich tue das mal hier hin, sonst heißt es, ich klaue. Das will ich nicht. Und hier ist die Polizeiwache von Blue Game 1510 und dem Topinator, der heißt jetzt irgendwann das ein bisschen, weil er noch die Ding macht, die Zeitschrift. Hier das weiße, schwarze Brett wird dann noch vergrößert und eventuell auch noch ein im Bau befindlichen Gebäude eine Liste gebaut, wenn es angenommen wird. Ja, das Rathaus haben wir schon mal gezeigt, das letzte Mal. Wenn nicht, ist es in einem der Let's Play Parts drin. Ja, diese Unterführung hier ist auch von Floster, glaube ich. Und die geht dann auch oben zum Flosters Haus. Und auch zur U-Bahn.
So, jetzt gehen wir mal hier rüber, sonst vergesse ich das, weil da kann ich gleich einen Rundgang machen. Also dieses Haus dort oben hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt, also ein bisschen weitergebaut. Hier war eine... hier war, glaube ich, kurz die Zeitschrift. Und wer sich interessiert hat, da oben, der wurde gebannt. Ich sage jetzt nichts. Aber er wurde einfach gebannt. Das Haus wurde dann wieder platt gemacht, weil, ja, das macht man halt einfach für Leute, die verstorben sind. Und ihr seht es, diese Burg, wie wurde es schön verendet, auch vom Floster. Also Floster, du machst sehr viel auf dem Server. Vielen Dank dafür. Ich zeige euch kurz mal die Burg. Ja, hier ist da der Gang nach unten gewesen. Da das Haupttor recht gut. Also, ich kann euch sagen, Floster ist ein Zimmermann. Er weiß, wie man baut. Er ist sehr gut darin. Und ihr seht es. Drei Türme hinten. Zwei kleine und ein großer. Ein Gang nach oben. Treppe nach oben. Da gehe ich mal auf den kleinen hier. Auf die anderen wahrscheinlich sind sie noch nicht so ganz fertig. Gehe ich mal nicht, aber wenn ihr sie anschauen wollt, dürft ihr das natürlich. Und ihr müsst einfach Zutritt auf den Server bekommen. Okay. Ja, er ist hier gerade am Bauen. Hallo. Hallo. Das ist weiß einfach. Das ist ein guter Kollege von mir. Ui. Ui, Aufnahme ist. Ui. Ja, wunderbar. Okay, schauen wir trotzdem mal kurz rein. Er ist gerade hier. Okay. Ich will einfach nichts aufsammeln, sonst gebe ich es ihm gleich direkt wieder. So. Ja. Da geht, macht er weiter hoch. Sehr schön. Also, richtig gut. Also, es soll irgendwie so ein. Was würde es werden? Auch ein Gefängnis oder so. Aber. Ja, soll, wenn ich es dann falsch schreibe, dann werde ich es natürlich auch einblenden, dass ich es falsch gesagt habe. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Wir gehen jetzt hier außen herum am besten. Also, ich finde es schade, dass das vorher jetzt weg ist, aber eben, wenn man halt sich schlimm verhält auf dem Server, dann muss man halt einfach ein bisschen streng sein, oder? Weil er hatte gegrieft und mehr sage ich jetzt nicht. Ich will nicht anzeigen oder so öffentlich kundgeben, dass er ein ja, Problem hat, aber ja. Also machen wir einfach weiter. Jo, hier ein Abstellplatz für Pferde. Die Presse. Ah, das ist jetzt die Presse. Okay. Herzlich willkommen bei der Redaktion der Presse. Jo, dankeschön für die herzliche Gratulationssage. Okay, hier sind Kühe. Kuhfarm von der Zeitung. Die Zeitung darf 15 Kühe halten. Finde ich in Ordnung. Also bei mir liegt es bei 3000 Kühe noch nicht, aber für die halt noch nicht so guten PC haben oder Internet, ist es gut, dass es auch ein bisschen begrenzt ist. Aber wir haben auch bald eine große Farm, wo jeder dann auch ein bisschen schlachten kann oder so. Kein Problem, ich muss es jetzt nicht gerade zeigen, das ist oben wahrscheinlich alles gleich. Also, und hier ist, ich weiß deinen Namen nicht so, du hast kein Schild noch geschrieben. Ich werde einfach kurz reingehen, weil man es kann. So, es leckt kurz ein bisschen, also es leckt nicht, es ist schlechte Performance. Wo ist Performance? Hier. Fast Render aus. Smooth, ne? Lazy Chunk Loading. Ja, jetzt geht es wieder flüssiger, also es liegt dann meistens an Optifine, wenn es viele Gegenstände in der Nähe sind, weil ich auf sehr hohe Einstellungen habe, außer eben diese Chunks. Dingbert Chunks. Okay, richtig schön, also wirklich angenehm hier drin zu wohnen, schön gebaut. Schauen wir mal kurz nach oben.
Ich hoffe, ich vergesse einfach keine anderen Häuser. Sonst, ich kann sie immer wieder nachholen. Ich kann immer wieder Videos machen, kein Problem. Wenn ich etwas vergesse, nur schreiben unten in die Kommentare. So, also ich gehe trotzdem jetzt nur kurz darüber. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber mal schauen. Ja, jetzt steht's hier. Okay. Aber ich war es nicht, also ich habe es nicht gesagt. Aber wenn es steht, hat es stimmt, steht, tut mir leid. Er war ein guter, also er war recht nett, aber er ist halt recht schnell ausgeflippt. Und wenn man ihn halt zum Ausflippen brachte, hat er wahrscheinlich eben gerieft oder so. Aber ja, ich will nicht unterstellen, also für mich tut er es leid, aber wahrscheinlich hat er jetzt sowieso einen neuen Server gefunden. So, ja, die WLAN wieder von Lucari. Auch ein bisschen ausgebaut wieder. Äußerlich. Sehr schön. Und hier ist eben Sarpux Haus. Wie ich gesagt habe, er ist umgezogen. Mit seinem Kopf. Oder ein anderer Kopf. Ja, vor allem das Dach von ihm gefällt mir sehr gut. Was ist das? Das ist normaler brauner Lehm, oder? Ja. Ich kenne das Texture Pack nicht mehr so, also wurde viel verändert und so. Durch Optifine auch verschönert. Ja, und jetzt, also für alle, die die Stadt nur sehen wollten oder so, die dürft gerne abstellen. Jetzt kommt nämlich die Landschaften dran und was wir planen. Es ist einfach fantastisch, was wir gefunden haben. Also. Und dann ich, Lucari und Blue Game, der hat auch schon das Biom gefunden. Was ich jetzt schon erraten kann, der ist prima, aber es ist leicht zum Erraten, weil jetzt schon Eisgegend kommt. Aber das Biom ist so selten, dass ich seitdem es raus ist, erst einmal, also jetzt erst einmal per Zufall gefunden habe, sonst immer nur durch Seeds. Also es ist wirklich sehr, sehr selten. Was essen. Oh, das schöne Berg. Also hier etwas reinbauen wäre auch richtig cool. So, ich hoffe, das Video geht nicht zu lange, weil wir müssen noch ein bisschen laufen. Ja, ist noch angenehm. Auch weil Minecraft nicht zu lange zum Hochladen braucht. So, bald sind wir da. Noch hier ringsum. Okay, ich mache wahrscheinlich ein extra Video. Einfach so zum Landschaften zeigen. Das wird dann bald hier auch wieder starten. An der gleichen Stelle. Weil es ist zu lang. Also das würde noch Viertelstunden weitergehen. So. Und ich mag nicht so lange Videos. Die werden sowieso nicht immer geschaut ganz. So, aber gleich sind wir da. Es sind sogar zwei Biome, die recht selten sind. Aber das eine. Das habe ich schon öfters gefunden. Weiß nicht, ob ihr es schon gefunden habt. Aber es ist richtig cool. Und auch, dass es nicht angekündigt wird. Also da ist das eine. Icebike Plains. Wunderschön. Also wirklich wunderschön. Das sind einzigartige Eisklumpen. Also das ist nicht normales Eis, das hier ist. Das sieht auch anders aus. Das ist Eis, das eigentlich nicht schmilzt. Und ja. Okay. Kackstift. Prima. Ich sag nicht, wer das war. Und hier ist das zweite Biom. Es ist noch nicht so erkennbar, weil es nur normale Bäume gibt. Aber das möchte ich auch kurz zeigen. Hier sind die großen Bäume. Mega Tiger Biom. Das ist mein Lieblingsbiom. Ich werde hier wahrscheinlich auch etwas bauen. Aber das sage ich jetzt noch nicht. Und das werde ich Ihnen dann auch in einem Vorstellungsvideo zeigen. Vielleicht im nächsten oder übernächsten. Genau wegen dem, weil ich diesen Block einfach so liebe. Das ist nämlich dieses Pozoll, glaube ich. Bin ich richtig? Pozoll? Ich glaube schon. Okay, ja, also, in einem anderen Video, das verlinke ich auch unten in die Videobeschreibung, werde ich dann noch kurz die Landschaft zeigen und was wir planen darauf. Also es wird sehr viel geplant. Es lohnt sich weiter,
den Server anzuschauen oder eben hier die Videos oder eine Vorstellung einfach als Text- oder Bildversion. Okay, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.